Figur Ophelia hat ja eine lange Geschichte auch nach dem Schauspiel, in der Rezeption, in den Darstellungen, in den Bildern, die es gibt. Und das hat mich eigentlich sehr geärgert, wie sie dargestellt wird, dass sie eben dem Schicksal ergeben ist, die schöne Verrückte, die Opfer ist, elegisch dahinschwebt, auch nicht aufbegehrt selber gegen diese Ungerechtigkeit, die ihr eigentlich widerfahren ist. Wenn ich jetzt sozusagen eine neue Shakespeare-Oper schreiben soll, dann sollte die Ophelia sich von diesem Image auch befreien. Man betet bitte, jede tot ist, so wie wir es sind. Ich hatte Träume, Wünsche, bitte. Also zum einen kann man bei Ophelia fantastische Sänger und Sängerinnen erleben. Die sind hervorragend und sind auch wahnsinnig virtuos zum Teil. Was die bewerkstelligen müssen, ist schon enorm. Und auch der Chor, was die leisten, das ist grandios. Und ich glaube, das kann man auch, selbst wenn man jetzt nicht so viel neue Musik hört oder man da vielleicht auch einem das ein bisschen so ein Rätsel ist mitunter, kann man zumindest das, glaube ich, schon genießen oder einfach erleben. Einer,